Recht herzlich willkommen zur 272. Folge von City Skylines. Ja, wir sind hier letztes Mal unterwegs gewesen. War das hier? Nein, oder? Nein. Es war... Hier war es, oder? Ja. Da haben wir diese Straße hier noch gebaut. Die können wir mal gerade angucken, wie da jetzt die Autos fahren. Die Routenplanung eben. Ja, da fährt jetzt ordentlich was durch schon. Das ist schon mal gut. Das ist wiederum die, die dann weniger hier oben lang müssen, ne? Weil wir hatten ja hier den Hauptverkehrsstau, der allerdings da immer noch ist. Also da fahren noch ganz viele rein, ne? Ist klar. Was fahren welche noch da? Es fahren auch welche noch da. Ne, die meisten bleiben hier auf dieser Straße eigentlich, oder? Ne, da biegen welche ab. Ja, okay, das haben wir schon gemacht. Jetzt wäre noch zu überlegen, ob man von hinten da noch besser reinkommt, aber ja, es fahren einige hier lang. Könnte man hier noch eine Straße reinziehen oder da hinten die verlängern? Es fahren ja sogar welche hinten rum. Aber man kann nicht jedem das Recht machen, denke ich mal. Lassen wir das mal sein. Gucken erstmal, ja, es ist hier rot, das ist auch klar. Da unten ist es auch rot. Kann man noch was mit Einbahnstraßenregelung veranstalten? Also es ist ja das Rausproblem hier. Man muss trotzdem, also das staut sich hier zu viel, das ist definitiv klar. Da müssen wir nochmal gucken, wo die alle hinwollen. Also die wenigsten da, die meisten da. Und dann hier hoch, ne? Kann man denen das anbieten, von hier irgendwo da hochzukommen? Was ist, wenn wir das dahin machen? Das ist eine Auffahrt. Die von hier los macht. Da dran, er würde gehen, würde ein paar Häuser verlieren. Zack. Die kommen auch wieder. So. Ja, der erste fährt da schon rein. Schauen wir mal, was die Straße macht, ne? Achso, da müssen wir hier unten erst ausmachen, um das da oben anzumachen, ne? Wie immer. Ja, es gibt auf jeden Fall welche, die jetzt da lang fahren. Gibt es denn überhaupt eine Straße, die da verbindet? Nein, ne? Wir müssten jetzt hier noch verbinden, ne? Kann das sein? Mal schauen, ob wir das auch noch hinkriegen. Da müssten wir jetzt erstmal tiefer. Und da so dran. Finde ich jetzt nicht so toll, ist klar, aber ausmachen, ausmachen, anmachen, gucken. Ja, da sind jetzt ganz viele, die da lang wollen. Das ist doch schon mal eine Entlastung für diese Straße dann, oder? Würde ich mal sagen. Da gibt es noch welche, die kommen jetzt von da. Ja, das würde dann besser sein, ne? Da fahren noch alle. Und da fahren die wenigeren. Und was mit denen hier? Fährt keiner da lang. Das ist okay so. Ja, wir entzerren das, denke ich mal, schon auf Dauer, oder? Viel Straße für wenig Häuser nachher, ne? So sieht's aus. Ja, lass mal das gucken.
Jetzt stehen die da sowieso. Was haben wir hier für eine Straßenregelung? Stoppstraße für die da unten. Wenn ich das hier jetzt umändere, was passiert dann? Stehen die hier Schlange? Ja, die stehen Schlange, obwohl die hier eine vorfahrtberechtigte Straße haben. Ah, hier ist der Himmelhund. Dann lass das so machen, weil die da auf die rote Ampel warten noch, die da noch ist. Das hier ist definitiv keine Ampel vonnöten. Oder? Ne. So, jetzt könnte es sein, dass es sich hier besser entwickelt noch, weil die jetzt fahren dürfen. Weil diese Ampel jetzt weg ist. Jetzt können die aber wieder nicht wissen, was sie tun sollen, ne? Oder wie ist das? Aber das passt schon mit der Stoppstraße nach da. Genauso wie wir das da machen können. Ja, lassen wir so. So, warum die jetzt hier immer noch nicht fahren, ist mir schleierhaft. Aber weil der Bus Linksabbieger war. Der Bus ist jetzt. Ach ne, der ist ein Bushaltestelle. Aber warum überholen die dann bitte schön nicht auf der anderen Spur? Ah, das ist ja voll dämlich, oder? Oder ist die nur einspurig, die Straße? Nein, die ist mehrspurig. War das ja voll hohl, ey. Eine Busspur gibt's nicht einzeln, oder wie war das? Schade, ne? Ja, und hier ist auch noch die Straßenbahn dran, deswegen eine Straßenbahn mit Busspur gibt's schon mal gar nicht. Das können wir uns also abschminken. Es wäre noch eine Überlegung wert, hier eine Straße reinzubauen, wo die dann mit den Bussen nur reinfahren, ne, oder? Rheinbahnstraße wäre jetzt zum Beispiel nicht verkehrt, ne? Die Busse halten jetzt hier alles auf. Ich glaube, es wird doch an der Zeit sein, dass wir gucken, dass wir irgendwie einen Mod darauf machen, damit die da nebenher fahren. Das bringt ja so gar nichts, ne? Das ist ja voll doof von dem Spiel. Die Bushaltestelle ist da jetzt total ungünstig. Wo wäre sie günstiger? Das ist die Frage. Wäre sie da günstiger? Haben wir sie jetzt da weggenommen? Ist da jetzt eine Haltestelle noch? Ja. Jetzt ist sie weg, oder? Ja, macht Sinn. Jetzt fahren die Busse auf jeden Fall alle da links ab. Haben jetzt eine Stoppstraße gedeckt für sich, aber dafür fahren auch andere geradeaus. Okay, der fährt da hoch. Staut sich der Linksabbieger, aber das ist jetzt halb so wild, weil die Geradeausspur gerade besser läuft, oder? So, jetzt kommen die da auch raus. Stehen natürlich bis hier hinten, aber das wird dann vielleicht gleich auch noch besser werden.
stellt sich mir die Frage, ob wir da die Kreuzung einmal ändern. Wie sich das entwickelt. Rückstau auf der großen Straße ist die Frage. Zurzeit nicht, ne? Ah, hier staut sich's zurück. Aber nicht so, dass ich sagen würde, ist schlimm. Müssen wir gucken, ob die von der Autobahn schon runter sind. Ja, das ist, der Anschluss ist jetzt langsam gleich frei. Wenn sie hier stehen, ist mir das noch ziemlich egal. Nur auf der Bahn müssen sie nicht stehen, ne? Hier eine zweispurige schon zu haben, wäre das schon das Spielentscheidende gewesen. Ah, hier, das ist, die Stoppstraße ist jetzt hier schwierig, ne? Da wird es nämlich jetzt voll. Diese Seite nicht, aber die da. Also was auf jeden Fall weniger geworden ist von hier, die standen ja bis hier, das ist auf jeden Fall weniger. Sie rücken ja immer mehr hier rein, also es sieht so aus, als ob es hier besser wird. Ja, auf jeden Fall. Es steht auf jeden Fall keiner mehr hier unten. Okay, jetzt sind sie schon hier oben gelandet. Wenn das natürlich so ist, dass die jetzt gleich weg sind, dann haben die gar nicht mehr so einen Stoppaufwand und dann können die auch wieder fließen, dann wird das hier wahrscheinlich auch besser. Okay, jetzt stauen sie sich nach da hinten, ich weiß aber noch nicht warum. Mopedfahrer. Ja, also sie sind auf jeden Fall jetzt hier oben schon nicht mehr. Also dieses wird jetzt hier schon langsam grün, das ist schon cool. Jetzt ist die Frage, warum geht's hier nicht voran, weil es hier nicht weitergeht, weil die Bushaltestelle da auch an einer sehr schlechten Stelle ist. Aber hier gibt es ja keine, sag schon, ja, wird jetzt dann da natürlich alles abgerissen, ne? Aber tendenziell neige ich gerade dazu zu sagen, das machen wir. Es wird zwar wieder was weg sein. So, jetzt müssen die Busse natürlich noch die Busspur nehmen, ne? Das ist das Entscheidende. Wenn die da, das ist ja voll der Hohl, oder? Ah, da kommt der Erste, der es jetzt macht. Lass mal jetzt hier gucken noch, da sieht man es besser. Warum der da jetzt steht und wartet, weiß kein Mensch. So, jetzt geht's dann voran. Und diese Busse, die jetzt hier stehen, blockieren auch niemanden mehr. Na, da oben die Kreuzung muss jetzt noch frei werden. Ja. Auf jeden Fall können die anderen weiterfahren. Das sieht gut aus. Wie ist hier das Kreuzungsverhalten jetzt? Okay, so sollte es eigentlich auch sein. Tendenziell wird das jetzt hier besser. Da ist viel los auf der Straße. Ich würde das gerne jetzt haben wollen. Und jetzt stehen sie doch wieder im Kreuzungsbereich. Kann ich die Bushaltestelle noch weiter tiefer ziehen? Das ist die Frage. Nee. So weit ist es dann doch nicht. Gut. Zu
viele Busse hier im Einsatz, die das Ganze blockieren. Hier hat sich's gelöst. So, hier können wir definitiv die Dingens ändern. Die Vorfahrtsregelung. Weil da steht ja jetzt keiner mehr. Die paar, die jetzt hier kommen werden demnächst, die kommen da schon noch weg. Wenn die da weg sind. Ne, das wollte ich. Interessanterweise stehen sie jetzt gerade wieder da, ne? Was ist hier, dass das nicht fließt? Und da gibt's doch nichts, oder? Hm. Also hier ist definitiv wegen dem Bus, ne? Wäre es besser, die Straße von hier oben gerade durchzuziehen? Wahrscheinlich, ne? Zweispurige Straße mit Bäumen kommt hier jetzt hin. Und zwar diese. Von da nach da. Geht nicht. Geht so. Und dann reißen wir das da weg. Wie sieht das jetzt mit der Regelung aus? Und die Buslinien sind schon passend, okay. Und jetzt noch die Felder hier. Passt jetzt. Jetzt ist es. Wieso ist hier eine Bushaltestelle, die jetzt da. Also jetzt ist gerade. Wird das gerade wieder angebunden oder was? Ja, okay. Hat er dann doch noch gemacht. Hat er gemacht. So, jetzt haben wir hier nur noch eine Kreuzung, die aber ein großes Problem derzeit ist, weil vielleicht auch eine Regelung geändert ist. Ja, müssen wir so machen, so machen, so machen, so machen. Warum fahren die nicht? Wegen den doofen Bussen hier. Kommt keiner nebenher, ne? Warum stehen da jetzt so viele Busse Schlange? Ja, kommen wir irgendwie nie weiter, ne? Dieser Bereich. Ja, ich werde mir das mal angucken, wie wir das in der nächsten Folge machen. Weiß ich noch nicht, aber doof ist, dass die hier jetzt hier nicht vorankommen. Hier kann man leider keine Busspur machen, weil hier schon die Straßenbahn ist. Hier haben wir eine Busspur, funktioniert aber nicht, weil die tollen Fahrzeuge hier Ich glaube, wir machen das mal diese Kreuzung hier weg. Machen die Straße nach da. Machen das so und machen hier eine Sackgasse raus. So, jetzt schnell eine Straße gebastelt. Von da bis nach da geht. Und
dann fährt der Bus da rein und dreht, oder wie habe ich das jetzt gesehen? Ist da tatsächlich eine Bushaltestelle? Nein, ne, oder? Doch, da ist eine drinne. Gut, dann ist das so. Eine reine Busspur gibt es leider nicht, ne? Hat alle mit Busfahrspur, ja. Die gibt es leider nicht. So, Industriegebiet ist wieder fertig. Busse fahren da rein zum Drehen. Straße hier mit Busfahrspur müssen wir da nochmal machen. Ne, das war nicht die, sondern die. Ausgewählt ist sie schon. Wir updaten die und können bis dahin updaten. Basteln das Industriegebiet notfalls nochmal neu. So ist es. Und bauen die Straßen. Bushaltestelle von der Straße hier noch mal ein Stück weg. Kreuzungsbereich besser frei wird. So. Jetzt haben wir es, glaube ich. Und hoffe, dass die jetzt. Nehmen die nicht die Busspur oder wie sehe ich das? Doch, die anderen fahren ja jetzt nebenher. Okay, wer doof ist und auf der Busspur dahinter sich stellt, der ist selber schuld. Ja, was die da drauf zu suchen haben, keine Ahnung. Aber könnte sein, dass das noch von. Nee, kann nicht sein. Die Busspur hier oben war schon länger, ne? Auf jeden Fall fließt jetzt die Kreuzung da oben erstmal. Ja, das sieht jetzt auf jeden Fall besser aus. Vielleicht haben wir das jetzt noch in den Griff gekriegt. Die Kreuzung ist noch rot, aber das ist auch okay so. Wird vielleicht besser, müssen wir mal gucken. Hier fahren sie auf jeden Fall jetzt erstmal. Hier unten stehen sie jetzt leider doch wieder bis auf die Autobahn. Das heißt, unsere Kreuzungsregelung hier hat dann jetzt doch wieder den Rückstau verursacht. Das bedeutet, wir machen das dann doch so. Dann wird das wieder frei. Das war ja unser Ziel. Und den Rest müssen wir gucken. Machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Schauen wir uns dann an. Weiß ich auch noch nicht, wie es wird, aber mal gucken. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Dann kriegt ihr mit, wenn ein Video hochgeladen worden ist. Ja, und falls ihr noch kein Abo habt, macht ein Abo, ne? Und Kommentare wie immer herzlich willkommen. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.